Hallo YouTube. So, das Wetter ist super. Ihr habt alle mitgekriegt, dass ich den Motor gereinigt habe. Sieht auch schon ganz schick aus. Motorhaube wird gleich auch noch ein bisschen behandelt. Und ich habe gerade aus dem Schlachtwagen die Dämmmatte ausgebaut. Der hier hat keine. Wahrscheinlich mal irgendwann angefressen worden oder so. Die kommt auch da rein. Ja. Warum machen wir den Motor sauber? Erstens mal, man sieht sofort Leckagen. Zweitens, wenn man das Auto in die Werkstatt bringt und der Mechaniker macht die Motorhaube auf und ist dann schon voll mit Öl, hat er schon keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hast du total verrottete Motorräume, hast du schon keine Lust mehr. So, hier sieht man alles. Ne? Alle Steckverbindungen, alle eventuellen Undichtigkeiten, Flüssigkeitsstände kann man sofort erkennen. Ne? Man fasst auch mal den Peilstab gerne an. Siehe da, neues Öl, super, ne? Ist voll. Den Öleinfülldeckel ist übrigens kein Schleim mehr drin, ne? Dank Motorspülung. Richtig warm gelaufen ist er immer noch nicht, aber das Wasser ist mit der Motorspülung rausgekommen. Ja, auch hier, ne, Schläuche etc. Man sieht es einfach. Es macht einfach mehr Spaß. Man greift irgendwo hin. Hier ist ein Sicherungskasten und so weiter. Hier ist noch ein Sicherungskasten, ne, beziehungsweise die Hauptsicherungen sind da. Ne, man greift einfach wesentlich lieber dahin. Und ja, das Auge schraubt mit. Ne, am Ende ist es so. Zündungsteile. Ne, und der Marder. Jetzt kommt der große Trick. Warum geht ein Marder in den Motorraum? Der Motorraum, ihr habt ein Auto zu Hause stehen, ihr habt einen Marder. Der geht da rein, der versteckt sich da drin, der schläft da drin, der markiert das Auto als sein Revier. Gut. Alles kein Problem. Der beißt da nicht rein. Das macht er nicht. Das ist ja sein Revier. Ne? So, jetzt lasst ihr das Auto woanders stehen. Ein fremder Marder geht da rein, riecht die Markierung des anderen Marders. Und wütet einmal komplett durch den Motorraum, markiert das auch dann, das Ganze nochmal, weil das als sein Revier markieren möchte. Der ist im fremden Revier. Der Wagen ist also ein Marder, der Motor, der im fremden Revier ist und wird angegriffen. Ja, deswegen fressen Marder Motorräume an. Und mit so einer Motorwäsche ist das durchaus reduziert. So, was haben wir als nächstes? Wir haben natürlich alles entfettet. Das wird wieder rückgefettet. Ja, auch hier der Motorraumverschluss. Wir haben Schläuche, wir haben Kunststoffteile im Motorraum, die natürlich Weichmacher enthalten. Das lässt sich nicht vermeiden. Spröde Schläuche sind Fehlerquellen. Definitiv. Dann haben wir noch eine Sache, und zwar Motorhauben rosten gerne an der Vorderseite. So. Meistens kommt das von hinten, nicht unbedingt durch Steinschläge. Weil sich hier unten in dieser Maske, das ist logischerweise ein doppeltes Blech, weil sich in dieser Maske unten Wasser ablagert und das gammelt irgendwann komplett durch. So, auch das werden wir behandeln. Dafür habe ich Hohlraumwachs mit einer Sprühlanze. Aber als erstes bereiten wir die Motorhaube jetzt vor. Für die Versiegelung. Ne? Es sind ja einige Hohlräume hier, wie man sieht. Das sind alles Verstärkungsbleche. Und alles potenzielle Fehlerquellen, Rostquellen. Ja, wie man hier sieht, passiert das durchaus ohne irgendwelche Beschädigungen, dass da ein bisschen Rost hochblüht. Da kommt auch ein Klecks Wachs drauf, dass es nicht weiter rostet. Ansonsten mache ich da nichts dran. Das bleibt da wahrscheinlich noch 20 Jahre genau so. Ja, ansonsten, wir fliegen jetzt im Motorraum. Okay. Ich baue das alles mal um und dann sehen wir uns gleich wieder. Ist übrigens sehr hilfreich, wenn das Ganze ein bisschen warm ist. Also steht der Wagen jetzt richtig schön in der Sonne mit dem Motorraum. Ne? Gerade wenn man irgendetwas versiegelt mit Wachs und das Blech ist eiskalt, bleibt das Wachs genau da, wo es reinkommt und erstarrt. Das ist blöd.
Das machen wir nicht so gerne. So. Kunststoffteile mögen Silikon. Ist nachvollziehbar. So. Der Ventildeckel hier ist auch aus Kunststoff. Die Zündleiste. Wo Silikon ist, ist auch keine Feuchtigkeit. Schläuche. Kunststoffteile. Das Gummi. Schläuche. Die Batterie mag das auch. Hier ist noch ein Sicherungskasten. Ne, ist ein Relaiskasten. Hier sind noch Schläuche, Kunststoffteile. So, und der Windlauf wird auch gerne spröde. Wenn man den irgendwann mal ausbauen muss, fällt er einem auseinander. Wer kennt das nicht? Ja, Scheibenwischermotor defekt, einmal kurz den Windlauf ausbauen und das war's dann. Man kann Gebrauchtwagen so natürlich auf schön pfuschen, aber in dem Fall habt ihr ja gesehen, ich habe alle Dichtungen gewechselt. Hier ist nichts zusammengefuscht. Ist einfach nur der letzte Arbeitsschritt in dem Fall. Eine professionelle Motorreinigung, wenn es richtig übel ist, mit Trockeneis, ergibt ganz schön heftige Ergebnisse, muss ich sagen. Wäre zu empfehlen, gerade für Leute, die Oldtimer fahren. Scheint richtig gut zu sein, muss ich sagen. Also wenn man bedenkt, dass dieses Fahrzeug eigentlich auf dem Schrott hätte landen sollen, gibt es da durchaus Schläuche, Leitungen, alles einmal abputzen. Da unten ist noch einer. Wer kennt nicht geplatzte Kühlschläuche, ne? Irgendwann spröde geworden. Motor kaputt, weil auf der Autobahn ein sofortiges Anhalten nicht möglich war. Muss alles nicht sein, kann man verhindern. Ja, das war das. Sieht schon gut aus, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier Haftschmierfett. Damit seht ihr das überhaupt? Nein, seht ihr nicht. Moment. Ah, ich nehme euch einfach runter. So. So, den hatten wir jetzt komplett entfettet bei der Motorwäsche. Haftschmierfett drauf. Wie gesagt, das schäumt einmal kurz auf. Und wird dann fest. Der Entriegelungshaken. Auch immer gerne festgegammelt. Blöd ist, wenn ihr die Motorhaube aufmachen wollt und der bleibt drin. Der kommt ja hier oben. Die Motorhaube geöffnet wird. Kommt der hier oben raus. Macht er das nicht, kriegt er die Motorhaube nicht mehr auf. So, die Motorhaubenentriegelung. Per Seilzug. Die Feder freut sich auch. Ja, gut. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Das Fett, was runtergetropft ist, putzen wir natürlich ab.
Ist nicht schlimm. Wer auf schweren Maschinen oder an schweren Maschinen wie Gesenkbiegen etc. Gelernt hat, der kennt das. Einmal in der Woche, meistens freitags, werden die ganzen Maschinen mit Öl abgerieben, dass sie nicht korrodieren. Ganz einfache Geschichte. So. Jetzt traut man sich da auch wieder hinzugreifen. Hm? So pflegt man seinen Motor auch viel lieber. Okay. Jetzt muss ich was einfallen lassen bezüglich der Kamera, damit ich hier oben arbeiten kann. Das muss ich mit zwei Händen machen. Ja, ich lasse mir was einfallen. Bis gleich. So, jetzt habe ich meinen Wachs schön geschüttelt. Ich habe einen Schlauch. Kann man jetzt hier reingehen. Der Schlauch sollte bis hinten hinreichen. So, und jetzt bitte darauf achten, was aus den Löchern rauskommt. Ich wage jetzt mal zu behaupten, die rostet nicht mehr so schnell. Wenn es runter tropft, ist kein Problem, gleich einfach wegwischen. So, andere Seite. Das ist eigentlich immer das Problem an dieser Stelle. Keine Motorhaube fängt hinten an zu rosten. Ne? Das sind meistens die Vorderseiten. Das sind einfach die tiefsten Stellen. Ne? Jetzt ist da richtig satt Wachs drin. So, eigentlich ein bisschen was runtergetropft und das macht nichts. Einfach wegwischen. Genauso wie das Fett. Und ja, dann hat sich das. Ein bisschen abwischen. So. Damit ist die Motorhaube an ihrer gefährdetsten Stelle rostversiegelt, also ungefähr bis hier. Da sind nur noch Falze, da passiert nicht mehr viel. Das meiste passiert hier. Die ist die tiefste Stelle, ist einfach so. So, Wachs ein bisschen abputzen und dann geht es gleich woanders weiter. So, diverse Stellen am Motorraum. Kennen wir alle schon seit dem seligen R4 oder Kadett B und so weiter. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das sind die Stellen, die stiefmütterlich behandelt werden. Da nehmen wir unseren Schlauch, die Kotflügelkante. Ist einfach so. Da kommt man in der Regel nicht hin. Da kommt das Werk auch in der Regel nicht hin. Naja, die bauen ein Auto, ne? Rostschutz ist die Sache vom Besitzer. So, damit ist die Frontmaske und die Kotflügelkanten auch vor Rost geschützt. Da gehen Schrauben durch, logischerweise. Und das verletzt irgendwo dann irgendwo irgendeinen Lack. Das kann immer passieren. Ne? Was auch immer ziemlich gefährlich ist, Bremsflüssigkeit. Böse Sache. Hochkorrosiv. Geht auch gerne mal auf den Bremskraftverstärker los.
Deswegen kriegt er auf der Rückseite auch eine kleine Ladung ab. Ja, auf der Rückseite. Auf der Vorderseite sieht man es ja sofort, wenn da irgendwas passieren sollte. Bremsflüssigkeit ist einfach beizend. Ja, der Lack geht runter und man hat den Salat am Ende, dass nicht nur der Bremskraftverstärker durchgerostet ist, sondern auch die Bleche dahinter. Deswegen lieber ein bisschen versiegeln. Ja. Die Frontmaske, hier der Schlossträger. Kriegt auch ein bisschen. Hier durch das Loch auch noch mal ein bisschen. Und dieses Loch. Ja, das wär's. Ne? Motorraum glänzt. Ist schick, ist vor Rost geschützt. So guckt man sich das gerne an. Okay, gleich geht's weiter. So, jetzt machen wir das Auto, nachdem es so schön ruhig läuft, noch ein bisschen leiser. Mit einer Motorhaubenmatte. Einer Dämmmatte. Ja. Die wird da unten eingehangen. So, mit dem Blechstreifen. Dann diesen Blechstreifen. Dann muss man die noch ausrichten. Jetzt habe ich 1000 Clips in der Hand. So. Wie gesagt, versiegelt ist er ja jetzt. So, jetzt passen die Löcher übereinander. Die ersten Clips kommen rein. Einmal. Ja, die halten sogar. Begeistert. Solche Matten kriegt man durchaus auch auf dem Schrott. Neu kann man die auch kaufen, kosten nicht die Welt. Macht die ganze Geschichte, gerade wenn man auf der Autobahn rumfährt, also viel auf der Autobahn rumfährt, macht das so ein Auto schon sagenhaft leise. Sozusagen die 12-Zylinder-Nachrüstung für die 4-Zylinder-Fahrer. Ist wirklich sehr viel ruhiger. Aber wie gesagt, auf dem Schrottplatz findet man die durchaus auch. Kann man sehr gut den Unterschied zwischen Fahrzeugen erkennen, die auf dem Land gelaufen sind. Zerfetzte Matten. Siehe der Polo, den wir noch haben. Und Stadtfahrzeugen. Keine zerfetzten Matten. Siehe diese Matte. Ja. Es haben nicht alle Clips überlebt, aber ich denke, das reicht, ohne dass das irgendwie klappert. Klappern wird das eh nicht. Jetzt fehlt da irgendwo noch einer. Hier. Ja. Sieht gut aus, finde ich. Und jetzt testen wir das mal. Das ist schon mal ein schönes Stückchen leiser. Das ganze Wachs läuft da jetzt noch ein bisschen raus. Da muss man noch ein bisschen drauf achten, bis das alles komplett erstarrt ist. Wie gesagt, die Sonne ist jetzt durchaus absichtlich, scheint die da drauf. Darauf habe ich gewartet. Ne? Darf gerne in die ganzen Hohlräume und die ganzen Ritzen kriechen. Ja. Finde ich gut. Schön leise. Springt sofort an. Ja, er wird langsam.